Jo, servus Leute. Ich bin mal wieder am Ansbacher Bahnhof. Ja, aber heute geht es nicht zum weiß-blauen Booktuber-Treffen oder auf eine Buchmesse, sondern es geht mal wieder zu Tube Munich. Ja, aber da gibt es ja den YouTuber CEO, den Thomas. Und Thomas Meyer, wie er heißt, der hat ja einen Thriller geschrieben, Psycho Killers nennt sich der. Und der ist auch auf dem Tube Munich Treffen. Und da hoffe ich doch, dass ich mal ein bisschen über sein Buch mit ihm quatschen kann. Ja, und wie gesagt, dazu nehme ich euch heute mal mit nach München zu Tube Munich. Viel Spaß! Jo, und jetzt sind wir gerade unten bei Tube Munich im Café im Netzwerk. Das ist, hab's vielleicht schon mal erwähnt, ein Jugendzentrum in München, in dem das Tube Munich immer stattfindet. Und heute als Special Guest ist die Markus Lowski, die eine Hälfte der Außenseite, ja, YouTube-Legende aus Deutschland. Und der ist quasi hier und dort gerade belagert, ja, und gibt Autogramme und macht Fotos und ja. Und guck mal, da Mütze. Ja, der CEO, der ist hier schon ein ganz schöner Star, ne? Da wird bestimmt hier die Traube von Dima, hier die Traube von CEO und von Yoshi. So, ja, also gefragter Mann, aber ich lasse mir da noch ein bisschen Zeit, später beim Creator-Treffen, und da gibt es sicher die ein oder andere Gelegenheit, dass wir sich mal über den Thomas sein Buch unterhalten können. Und ja, wie das Buch dann so ist, das erfahrt ihr ja, wie ich gerade schon gesagt habe, in meiner Rezension. Und um was es sich im Buch dreht, das hoffe ich, erzählt euch der Thomas dann demnächst. Ja. Ist auf jeden Fall ein Psychothriller mit dem Namen Psycho Killers. Ja. Hier mal kurz das Cover. So, und jo, servus. Jetzt mittlerweile, Tube Munich neigt sich so ein bisschen dem Ende, aber ich habe jetzt trotzdem nochmal den Thomas Meyer, Hallo. aka CEO, da kennt ihn vielleicht her von seinem erfolgreichen YouTube-Kanal. Ja, Verlinkung da unten und so. Aber der Thomas, der hat jetzt auch, würde ich sagen, er hat ja nicht nur bisher Filme auf YouTube hochgestellt und produziert, also so richtige Spielfilme. Und da hast du ja wahrscheinlich schon mal ein bisschen Drehbuch Ja, geschrieben und ja. so. Macht man schon, sonst geht's nicht. Ne? Ja. Und die ersten Erfahrungen so als Autor. Thomas hat jetzt sein erstes Buch, seinen ersten richtigen Roman veröffentlicht. Wie bist du als so eigentlich dazu gekommen? Wie hat sich da so die Idee entwickelt? Ja, man muss wissen, ich schreibe schon Bücher vor YouTube tatsächlich sogar. Also ich war zuerst Autor, bevor ich YouTube angefangen habe. Autor in Anführungszeichen. Ich habe immer Bücher geschrieben, aber nie in Verlagen eingeschickt, sondern eher bei Freunden rumgereicht. Das heißt, Bücher schreiben war zuerst da. Was daran lag, dass ich mich mit Kamera und so nicht ausgekannt habe und wusste nur, wenn ich Geschichten erzählen möchte, dann per Schrift. Cool. Ja. So. Und na gut, du bist auch in deine Spielfilme, das ist eher so ein bisschen in Thriller-Richtung und ja, so. Erzähl doch mal, um was geht's denn so in deinem Thriller? Ich blende hier mal das Cover ein. Später. Dass die Zuschauer mal ganz kurz so ein bisschen einen Eindruck gewinnen, ohne so groß zu spoilern, um was es so ein bisschen in diesem Thriller namens Psycho Killers geht. Psycho Killer, ich höre schon auf. Nee, es war halt, die Grundidee war,
Ohne zu viel zu verraten, geht es darum, dass ein Jugendlicher, der nicht so viel Glück im Leben hat, da er sehr jung seine Eltern verloren hat und dann nicht so erfolgreich aufgezogen worden ist und in der Schule auch nicht so viel Anschluss hatte zu Freunden und so weiter, der recht unzufrieden mit seinem Leben ist und dann auf das Angebot bekommt, hey, lass doch mal abhauen und einfach durch die Staaten reisen, das spielt in den USA. Und dann eben unterwegs auf eine Gruppe von Serienkillern trifft, die ihn nicht töten, sondern beschließen mitzunehmen, weil sie der Meinung sind, du bist einer von uns. Und er sich wundert, warum, wie kommen die darauf und dann eben mit denen seine Erfahrungen macht. Also eine sehr skurrile Geschichte, sehr ungewöhnlich, aber ja, meine Geschichte. Ja, cool. Hört sich auf jeden Fall cool an. Ich bin gerade dabei, sie zu lesen. Ja, und das Feedback davon, das gibt es dann hier jetzt im Anschluss. Ja, bin gespannt. Ja, danke dir. Ja, immer wieder schön, wenn die Autoren selber ein bisschen über ihr Buch erzählen. Ja, wie hat mir dieses Buch jetzt gefallen? Zum einen muss ich noch dazu sagen, der Thomas, der dieses Buch geschrieben hat, also Thomas Meyer, aka CEO, der hat bisher auch kein, also kreatives Schreiben nicht studiert oder irgendwie Kurse zum kreativen Schreiben bisher gemacht. Der hat das tatsächlich so aus dem Stand erschaffen, diesen Roman. Und ich muss ehrlich gestehen, ich hätte es nicht gedacht, dass der Thriller von Thomas so gut ist. Also ich bin ehrlich gesagt schon ein kleines bisschen beeindruckt, weil ja rein schreiberisch habe ich, und ihr kennt mich, ich bin jemand, der da schon immer drauf achtet, ob sich da irgendwelche Fehlerchen einschleichen. Das passiert den Besten sogar. Aber nee, überhaupt nichts. Rein vom Schreibstil auch allererste Sahne. Also wirklich, wirklich gut geschrieben. Ja, rein sprachlich und so, wisst ihr. Überhaupt nichts dran auszusetzen. Also ich bin, es ist nun mal ein Erstlingswerk von jemandem, der kein kreatives Schreiben oder irgendwie was studiert hat, sondern sich hingesetzt hat, die Geschichte im Kopf hatte und das einfach mal niedergeschrieben hat. Da gehört schon einiges dazu. Klar hatte Thomas Meyer durch Skripte schreiben für seinen YouTube-Kanal CEO schon ein bisschen auch schreiberische Erfahrung. Und er hat ja selber gesagt, er hat schon früher für sich und für Freunde Geschichten geschrieben, die halt jetzt nicht veröffentlicht. Also es ist an sich nicht sein erstes Buch oder seine erste Geschichte, sagen wir mal so. Aber sein erster wirklicher Roman, den er eben veröffentlicht hat. Er hat auch schon für einige seiner Filme die Drehbücher geschrieben. Das mag wohl auch ihm zugute gekommen sein, als er dieses Buch geschrieben hat. Der Thriller an sich, ja, ist auch eher ungewöhnlich in seinem ganzen Konzept und seinem ganzen Aufbau. Also es ist absolut keine diese 0815 Thriller, die man so kennt in ihrer immer wieder ähnlichen Abfolge. Ganz und gar nicht. Das ist ein Thriller mit einem, also ich wüsste nicht, dass so ein Konzept, da habe ich noch nie was
davon gehört, dass ein Thriller so aufgebaut ist, wie jetzt Psycho Killers von Thomas Meyer. Das hat mich auch echt beeindruckt, da muss ich echt zugeben. Und ja, man läuft in Gefahr beim Lesen, ja, sich auf die Seite der Psychokillers zu schlagen. Die werden einem so gut ja, man lernt diese einzelnen Charaktere so gut kennen und ja, da auch viel aus ihrer Vergangenheit miterzählt wird, dass die einem ein Stück weit, ja, sympathisch werden, ist vielleicht übertrieben, weil es da doch ja, es geht zur Sache. Also wenn ihr es blutig mögt, ja, da seid ihr bei Psycho Killers ja, auf der richtigen Seite. Vor allem, es heißt ja nicht Psycho Killer, sondern Psycho Killers. Ja? Und das macht es ja umso interessanter, denn es gibt ja nicht nur einen, nicht nur zwei, drei, vier, sondern ich glaube insgesamt ja, 5,5, 6 Psychokillers, wobei die eigentlichen Psychokillers 5 sind. Neugierig? Ja, ich hoffe, weil falls ihr ja, Thriller-Leser seid, und ich bin es ja eigentlich nicht, ne? Also ich lese ja ganz, ganz selten mal einen Thriller, und ich kann euch echt sagen, wenn mich mal ein Thriller begeistert, dann da gehört schon einiges dazu, und ich bin echt wirklich begeistert. Und ich habe es auch schon immer gesagt, auch wenn ich jetzt den Thomas nicht schon einige Jahre kennen würde persönlich, wenn der scheiße wäre, dann würde ich es hier auch sagen, aber im Gegenteil, der ist saugut. Also ich muss ehrlich sagen, ich wundere mich selber. Ich bin wirklich überrascht der Qualität von diesem Buch. Das ist jetzt hier ein bisschen, ja gut, das war so der erste Versuch. Ihr seht es vielleicht nicht, wenn ihr es... Es ist halt diese Version, die gibt es nicht mehr. Also das hat sich mittlerweile ein bisschen verbessert. Ja, da ist ja, der Satz, der Buchsatz ist ein bisschen, ja, ein bisschen komisch gewesen am Anfang. Aber das sind so die ersten Exemplare, die weiteren sind in gewohnter oder normalerer Form, von dem her. Aber das tut ja nichts zur Qualität des Stoffs. Tja, wie viele Punkte gebe ich jetzt hier? Ich habe mir echt Gedanken gemacht, wie ich das jetzt hier bewerten soll. Das ist echt, echt schwer. Weil, wie gesagt, erst das Buch, aber dann wirklich so, so gut. Ich muss 14 von 15 möglichen Punkten geben. Und ich hadern ist vielleicht nicht der richtige Begriff, wisst ihr? Weil wenn du einen Autoren schon kennst, ja, und du das ist immer ein bisschen, gibst du zu gute Bewertungen,
oder irgendwie so. Und dann muss ich mich echt hinsetzen und denken, nee, ich muss das realistisch bewerten, wie das mein persönliches Empfinden ist. Und ich habe wirklich an der Geschichte so gut wie gar nichts auszusetzen. Also ich fand den rundherum spannend. Die ganzen Charaktere waren der Hammer. Also richtig gut ausgearbeitet und du konntest dich so gut immer in die Leute reinversetzen und so. Das ist wirklich ja ein Hammer-Thriller als Erstlingswerk. Also Respekt, Zeo. Das ist echt ein starkes Stück, was du da abgeliefert hast. Ich kann es allen Thriller-Lesern nur ans Herz legen. Und vor allem Thriller-Leser, die nicht immer so diesen 0815 Thriller mal lesen wollen, sondern mal einen ganz außergewöhnlichen Aufbau der Geschichte. Und das ist hier rundum gelungen. In diesem Sinne, lest doch mal einen Thriller. Ciao.